Hallo liebe Freunde, heute beschäftigen wir uns mit der Aussprache. Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng xem một số quy tắc phát âm trong tiếng Đức nhé. Das deutsche Alphabet hat 30 Buchstaben, also wir fangen jetzt an. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Die vier besonderen Buchstaben sind A-Umlaut, O-Umlaut, U-Umlaut und Z. Wir sprechen aber A-Umlaut wie E, zum Beispiel Käse, O-Umlaut wie Ö, zum Beispiel Löwe, und O-Umlaut wie Ü, zum Beispiel Übung, und Z wie Z, das heißt heißen. Es gibt noch 6 Diphthonge, das heißt 2 Vokale zusammen, zum Beispiel E, I. Und wir sprechen Ei, leicht, schreiben, meinen. A, I sprechen wir auch Ei, zum Beispiel Mai, Meier, Kaiser. I, E sprechen wir I lang, das heißt spielen, lieben, gießen. E, U sprechen wir Eu, zum Beispiel Europa, Leuchtturm, heute. A, Umlaut und U sprechen wir auch wie E, U, das heißt Eu, Häuser, Verkäufer, Räume. A, U sprechen wir wie Au, Auto, Frau, kaufen. Natürlich, hier sind nur die einfachen Regeln der Aussprache in der deutschen Sprache. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal!